Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf ist am Donnerstag im CCD-Kongresscenter zu seiner ersten Sitzung des Jahres 2022 zusammengekommen. Dabei hat der Rat grünes Licht für die von der Verwaltung beantragte Verlängerung des Verzichts auf Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie bis Ende des Jahres 2022 gegeben. Oberbürgermeister Dr. Stefan Keller hatte dies mit Blick auf die wirtschaftliche Situation der Gastronomen in Zeiten von Corona nach einem Gespräch mit der DEHOGA im Januar vorgeschlagen. In Düsseldorf werden in der Hauptsaison vom 31. März bis 31. Oktober rund 1.100 Gaststätten mit einer Terrasse im öffentlichen Straßenraum betrieben. In der Nebensaison vom 1. November bis 28. Februar sind es immerhin noch rund 400 Gastronomiebetriebe, die Tische und Stühle nach draußen stellen. Durch den Verzicht auf die Sondernutzungsgebühren entstehen Mindereinnahmen von rund 2 Millionen Euro.